Einen schönen Abend, Herr Flügel. Ja, guten Abend. Ich habe also erfahren, soeben, dass Jean-Paul Belmondo gestorben ist. Das ist eine sehr traurige Nachricht für mich, denn er war eine sehr, sehr wichtige Figur in den 60er Jahren zu meiner Studentenzeit, der mir den Weg zur Filmkunst gezeigt hat mit seinem Gesicht, dass er ein sehr spezielles war. Ich habe den Belmondo vor allem kennengelernt damals über die Filme von Jean-Luc Godard. Und zwar ein ganz wesentlicher Film, oder für mich war der damals halt sehr, sehr beeindruckend, war der Film Pierrot le Fou, den ich im Silvesterabend 65 zum ersten Mal in Wien gesehen habe. Und diesem Film bin ich dann lange Zeit nachgegangen, habe sehr viele Vorstellungen davon gesehen. Der Film war damals aber sehr stark gekürzt und also geschnitten. Und erst 20 Jahre später in der Volksschule Stöbergasse habe ich in den 80er Jahren dann die komplette Fassung von dem Film gesehen. Belmondo ist in diesem Film gemeinsam zu sehen mit Anna Karina. Das fällt mir jetzt nur deswegen ein, weil auch seine Partnerin in dieser Rolle ist auch erst vor kurzem oder vor ein, zwei Jahren gestorben. Während der Regisseur des Films, Jean-Luc Godard, der ist noch älter, der ist ja schon über 90, der lebt noch immer. Und ich glaube, Belmondo ist international am bekanntesten geworden, eben durch den Debütfilm von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 59, nämlich Außer Atem. Und dieser Film war praktisch der Startschuss zu dieser berühmten französischen Neuen Welle. Die Filme, die mich noch sehr beeindruckt haben, in denen Belmondo mitgespielt hat, das waren neben diesen Godard-Filmen vor allem der Truffaut-Film La Sirène du Mississippi, der hieß auf Deutsch Geheimnis der falschen Braut mit Catherine Deneuve. Und dann kann ich mich noch erinnern sehr gut an Cartouche, der Bandit. Das war eine ganz wunderbare Rolle in einer Komödie von Philippe de Broca. Und Borsalino, da hat er gemeinsam mit Alain Delon, dem zweiten damals wichtigen Darsteller des französischen Films, agiert. Sie haben ein unglaubliches Wissen zu Belmondo. War das einer Ihrer Lieblingsschauspieler? Doch, damals auf jeden Fall. Ja, ist er im Prinzip auch heute noch, aber die späteren Filme, er hatte dann in sehr vielen Kommerzfilmen gespielt und die haben mich persönlich nicht mehr so interessiert. Aber das ändert nichts daran, dass er für mich ein ganz, ganz wichtiger Star war, ein Schauspieler, der meinen Weg zur Filmkunst also sehr, sehr stark mitbestimmt hat. Er galt als Symbol für Rebellion und Anarchismus. Warum? Ich glaube, dass das liegt an den Rollen, die ihm Jean-Luc Godard gegeben hat. Eben besonders in Außer Atem, wo er so einen Kleinganoven spielt. Und er ist ja auch in den anderen Filmen, er hat ja in Filmen, Gangsterfilmen, Polizeifilmen etc. hat er mitgewirkt. Also das hat natürlich sein Image mitgeprägt. Jetzt war er so viele Jahre aktiv als Schauspieler, fast bis zuletzt, muss man sagen. Welches Jahrzehnt war Ihrer Meinung nach das stärkste für ihn? Also für mich auf jeden Fall die 60er Jahre, ohne Zweifel. Ja. Welche Filme, würden Sie sagen, sind ein Muss? Vor allem jetzt fürs jüngere Publikum, was sagt, Belmondo ist mir jetzt nicht so geläufig, welche Filme muss man sich anschauen mit ihm? Also wenn Sie mich fragen, dann sage ich als erstes Pierrot le Fou, La Sirène du Mississippi, Abou de Souffle, das ist Außer Atem, Cartouche, der Bandit. Die würde ich als die allerwichtigsten nennen, vielleicht auch Borsalino. Jetzt sind ja Schauspiellegenden oft im Privatleben nicht die einfachsten. Was weiß man denn über das Privatleben von Belmondo? Über das Privatleben von Belmondo weiß ich persönlich wenig, weil ich mich über Privatleben einzelner Schauspieler etc. nicht so besonders gekümmert habe. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, zweimal verheiratet war, dass er eine große Familie hat. Also er dürfte ja auch ein großer Familienmensch gewesen sein. Schwieriger Typ, würden Sie sagen? Schwierig? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Er hat zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein, er hat ja in den vielen Filmen auch seine eigenen Stunts gespielt. Er war ja ein hervorragender Sportler
und hat meistens auf Distanz durch andere verzichtet, also bei schwierigen Aufnahmen. Er war also athletisch sehr gut ausgebildet. Jetzt gilt er eben als französische Schauspiellegende. Wie würden Sie denn seine Erfolge einordnen? Oh, das kann ich jetzt schwer sagen. Er war sowohl im Kunstfilm eine wichtige Figur, aber auch im Mainstream-Film, weil er ja doch erstens einmal irrsinnig viele Filme gemacht hat. Er hat in sehr vielen Mainstream-Filmen mitgespielt, die das große Publikum gesehen hat. Da hat man ihn als großen Gentleman, als in allen möglichen Rollen bewundert. Ja. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Belmondo bereits gewürdigt und hat gemeint, Belmondo bleibt für immer der Teufelskerl. Und damit bezieht er sich auf den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1973, in dem Belmondo einen Autor und möchte gern Geheimagenten spielt. Mit seiner Stimme und seinem geschmeidigen Körper sei Belmondo eine vertraute Figur, ein unermüdlicher Draufgänger und ein Magier der Worte gewesen, meint Macron. In ihm haben wir uns alle wiedergefunden. Was sagen Sie zu diesen Worten? Ich würde es unterschreiben. Für Sie die Faszination Belmondo aus? Naja, die Faszination kommt von seinen Rollen, die ihm gegeben worden sind. Das liegt natürlich auch an den anderen Regisseuren, die ihn also entsprechend eingesetzt haben. Vielen Dank, Helmut Pflügel, Filmexperte vom Österreichischen Filmarchiv.